Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX. Wir sind hier im Himmelsturm auf Ebene 26. Wir haben hier Velostropius. Und ja, wir haben noch ein Belebersamen und zwei Teambeleber Orbs. Wir haben genügend Schlaforbs. Ich kann nicht riskieren, dass dieses Vieh uns killt. Das ist ein Zwerglob. Natürlich. Weg damit. Und erstmal Level abkassieren. Aber hey, wenigstens leveln wir hier. Hm, können wir nichts anfangen. Meine uns kann. Also das Schlauste, was wir mal eigentlich gegen die. Shit. Natürlich boostet sich das Mistvieh. Das Schlauste, was wir in so einem Gang gegen den Zierfinst eigentlich machen können, ist uns da vorzustellen. Und gut ist das dann mit Wirbler machen zu lassen. Jetzt setzt das ja auch Agilität ein. Danke, Jutis. Die Treppe. Wie sieht das die Belt raus, als würde es nicht ganz so gut gehen? Ich hoffe, unser Glück hält jetzt mit den Treppen. Das lief eben sehr gut. Das, da klopfe ich auf Holz drauf für. Schläft das? Nein. So, schnell ausradieren. Was haben wir hier? Ein Appellorb. Na, brauchen wir nicht. Oh Gott, ein Meter groß jetzt auch noch. Aber gut, da kann sich Knochenmarang hervorragend drum kümmern. Pff, mit dem Brutalana sieht es dann allerdings schon ein bisschen anders aus. Was kommt da jetzt auf uns zu? Bitte kein Libell dran. Er schwebt! Wir sollten uns eigentlich zurückziehen in den Gang. Na gut, es lässt sich wohl nicht vermeiden, dass wir hier kämpfen. Ich hab noch ein guter Lander. Eins mit Agilität drauf. Na toll. Oh, es ist wenigstens schon ordentlich vorgeschwächt. Der Raum oben sieht ein bisschen verdächtig aus mit den drei Items. Und Georg Bocken fliegt! Eine Treppe.
Was habe ich gesagt? 80.000 war das, ne? Oh, fehlt dir wieder irgendwas? Der Knochenmark fehlt dir. Die Attacke ist leider zu wichtig, die brauchen wir. Und da wären wir auch schon. Da hatten wir jetzt ziemlich Glück. Wir sind ziemlich gut durchgekommen. Jetzt kommt Rayquaza. Mal gucken, wie das wird. Sind wir da? Ist das die oberste Ebene? Wer seid ihr? Wer wagt es, meinen Luftraum zu durchqueren? Diese Stimme. Könnte das Rayquaza sein? In der Tat, das bin ich. Dies ist mein Reich. Verschwindet von hier. Und zwar sofort. Wir stören dich nur ungern, aber du musst uns einfach zuhören. Wir sind hier, weil wir deine Hilfe brauchen. Niemals! Ich bin ein Wesen der Lüfte und euer Lebensraum ist der Erdboden. Jeden von uns ist seine eigene Welt gegeben. Über 100 Millionen Jahre habe ich mich vom Erdboden vollkommen ferngehalten. Im Gegenzug dafür erwarte ich, dass ihr meinen Lebensraum fernbleibt. Ich kenne keine Gnade über Narren, die sich dieser natürlichen Ordnung widersetzen. Ich habe euch gewarnt. Macht euch auf euer Ende gefasst. Das war ein kurzer Schlaf. Ja, gönn dir. Wie ist das schläft? Voll süß. Folgendes. Ich will von dir Steinkanten nach Vorschrift sehen. Felsgrab ist zwar nicht so stark, aber es sollte uns einen ziemlichen Vorteil verschaffen, dass es Rayquaza langsamer macht. Ja, viel Spaß. Ich hab's gerade zu dir hingeschafft. Ein außergewöhnliches Naturphänomen ereignet sich. Windböen pfeifen durch die Ebene des Dungeons. Wenn ein Pokémon vom Wind erfasst wird, landet es auf einen anderen Ort. Das hasse ich ehrlich gesagt am meisten. Irgendwann in 10 Jahren komme ich dann auch mal an. So, jetzt mal einen Sandwirbel draufhauen.
So. Du hast noch. So. Und es ist schon wieder wach. Ich würde gerne auch nochmal angreifen, wenn das denn möglich wäre. Mach mir Folgendes. Ja, noch ein Stopper-Orb. Wenn es mal wirken würde. Na, könnt ihr. Also ich meine, das ist ja vielleicht ganz schön, dass man was anderes hat, als die ganze Zeit auf einem Boss raufzuklappen. Aber wenn ich die halbe Runde erstmal brauche, um zu diesem Boss hinzugelangen, ist das nicht mehr geil. Wir haben keine Orbs mehr. Uns gehen langsam die Heil-Items aus. Am nervigsten, ohne Scheiß, ist dieses Wegwirbeln. Ja, heilen bitte. Uff. Also der Kampf war ja mal ganz cool, ne? Jetzt ist er eigentlich nur noch nervig. Zurückgeschreckt. Geil. Wir haben nichts mit zum Heilen. Boah, war das knapp. Also einen Gefallen haben sie dem Bosskampf jetzt nicht unbedingt gemacht mit diesen ganzen Herumwirbeln.
Was ist das? Ein Erdbeben? Nein, das kann doch gar nicht sein. Wir sind schließlich hier über den Wolken. Das sind Schockwellen. Und sie sind gigantisch. Ah, jetzt verstehe ich. Sinu Rayquaza, über dir. Was ist das? Das ist ein Meteorit und er ist riesengroß. Wenn ihn niemand auffällt, wird er den Planeten zerstören. Deshalb sind wir hergekommen, Rayquaza. Wir brauchen deine Hilfe. Das ist also der Grund. Ja, wir fliehen dich an. Du musst ihn zerstören und zwar schnell. Seid gewarnt. Wenn ich das tue, müsst ihr auf alles gefasst sein. Der Meteorit ist bereits zu nah. Wenn ich hier und jetzt meinen Hyperstrahl entfessle, werdet ihr nicht unversehrt bleiben. Danke, dass du so ehrlich zu uns bist. Aber wir sind fest entschlossen. Wir ziehen das durch. Komme, was wolle. Das wollte ich hören. Macht euch bereit! Ist das ein Traum? Ah, nein, das ist kein Traum. Hat mich vielleicht die Explosion erwischt, als der Meteorit zerstört wurde? Wandte ich jetzt etwa als Geist zwischen den Welten? Ach, was passiert jetzt wohl mit mir? Das ist doch Gengar. Hallo, Sefi. So leicht lässt du dich also klein kriegen? Du enttäuscht mich. Mal sehen, was soll ich jetzt mit dir anstellen? Ich hab's. Ich bring dich in die Schattenwelt. Ja, gute Idee. Genau das mache ich. Gengar schleppt mich fort. Er sagte was davon, dass er mich in die Schattenwelt bringt. Was mag das wohl für ein Ort sein? Hatte er etwa vor, mich ganz alleine in einer mir völlig fremden Welt auszusetzen? Moment mal. So ein Mist, jetzt habe ich mich verlaufen. Was? Das sieht mir gar nicht ähnlich. Wo geht es denn jetzt lang? Die Sache ist mir doch zu lästig. Ich lasse dich einfach hier liegen. Mach's gut, auf nochmal Wiedersehen. Hey, hallo, kannst du mich hören? Wach auf. Wo bin ich? Wir sind wieder bei Bewusstsein. Ich glaube, jetzt verstehe ich es. Ja, Gengar hat mich in Wirklichkeit gerettet. Sag bloß, wurdest du etwa auch von Gengar gerettet, Sefi? Ihr lebt, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Ihr seid unglaublich. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Das ist so schön. Danke. Das bedeutet uns viel, Freunde. Aber was noch viel wichtiger ist, was ist mit dem Meteoriten? Wo ist er?
Habt keine Angst. Der Meteorit wurde zerstört. Die Katastrophen werden ein Ende nehmen. Vielleicht nicht jetzt sofort, aber sehr bald. Was ist mit dem Rest des Teams? Seid unbesorgt. Alle sind in Sicherheit. Wirklich? Da bin ich erleichtert. Wir haben es geschafft, Sefi. Wir haben es wirklich geschafft. Jetzt kehrt überall wieder Frieden ein. Hurra, ich bin so froh. Heute wird gefeiert, so viel steht fest. Oh ja, ich feiere am besten gleich mal meine Hydropumpe ab. Da kommt Stimmung auf. Nichts da, du machst schön was, das machst du schön woanders. Ich habe keine Lust, das zu werden. Sombrero, du bist ein Wasser-Pokémon. Ach, lass ihn doch. Feier frei, Turtag, halt dich nicht zurück. Soll das ein Witz sein? Ich halte ihn fest, damit er nicht weglaufen kann. Ja, gute Idee. Hey, lass das! Seid ihr alle verrückt geworden? Sefi! Gardevoir. Wir haben deinen Freunden und dir viel zu verdanken, Sefi. In unserer Welt ist jetzt wieder Frieden eingekehrt. Danke für alles. Damit hast du deine Aufgabe erfüllt, Sefi. Bald musst du in deine eigene Welt zurückkehren. Es ist deine Zeit, Lebewohl zu sagen. Es ist soweit. Die Zeit ist gekommen. Sefi, es tut mir so leid. Doch du musst dich jetzt von deinen Freunden verabschieden. Ha? Was ist denn mit Sefi los? Sefi! Dein Körper! Was passiert mit dir? Jutis. Meine lieben Freunde. Es tut mir leid. Ich muss euch jetzt verlassen. Wie bitte? Was hast du da? Hört mir bitte zu, Freunde. Ich danke euch für alles. Wovon redest du da? Du nimmst uns doch auf den Arm, oder? Musst du wirklich gehen? Ich habe meine Rolle als Pokémon erfüllt. Jetzt muss ich wieder zurück in die Welt der Menschen. Dir ist es ernst damit, nicht wahr? Du musst zurück in die Welt der Menschen? Aber warum? Ich verstehe das nicht. Wieso musst du uns verlassen? Ich dachte, wir wären Freunde. Ja, das sind wir auch. Wir werden immer Freunde sein, Jutis. Ich werde dich nie vergessen. Geh nicht, Sefi. Ich bin so glücklich, dass ich dich kennenlernen durfte. Was soll ich denn nur ohne dich machen, Sefi? Es tut mir so leid. Leb wohl. Sefi! 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 Sefi, nein! Oh nein, Sefi. Warum musstest du gehen? Das verstehe ich einfach nicht. Warum? Warum musstest du uns verlassen? Sefi hat mir das Leben gerettet. Aber ich hatte keine Gelegenheit, mich gebührend dafür zu bedanken. Sie ist einfach verschwunden. Ich hätte ihr so gerne noch Danke gesagt. Mir geht's genauso. Dass sie plötzlich verschwindet, ist einfach nicht fair. Warum ausgerechnet jetzt? Warum jetzt, wo die Welt gerettet ist? Gerade als ich alles zum Guten gewendet hatte. Ihr dürft ihr das nicht übel nehmen. Sefi hat unsere Welt gerettet. Habt ihr ihren Blick gesehen, bevor sie den Himmel aufbrach? Sie wirkte so, als wüsste sie ganz genau, was sie als nächstes erwarten würde.
als hätte sie sich voll und ganz ihrem Schicksal ergeben. Ich denke, ich weiß, was in ihr vorging. Sefi wurde zu einem Pokémon, um uns zu retten. Und dann, als wir den Planeten vor den Meteoriten gerettet hatten, da wusste Sefi, dass die Zeit gekommen war, uns zu verlassen. Aber warum hat Sefi mir das nicht eher gesagt? Wie konnte sie mir etwas so Wichtiges verschweigen? Bestimmt wollte sie es dir sagen. Ich glaube, sie hat es einfach nur nicht übers Herz gebracht. Ich weiß, dieser Abschied tut weh. Aber Sefi geht es genauso wie dir. Daran besteht kein Zweifel. Versuche bitte, sie zu verstehen, Jutis. Sefi! Was geschieht mit mir? Ich schwebe Richtung Himmel. Ist das etwa mein Geist? Ich frage mich, wohin die Reise geht. Stimmen! Ich höre Stimmen! Deine Freundin ist furchtbar traurig. Eure Freundschaft war etwas Besonderes. Eine Freundschaft fürs Leben. Das ist dir jetzt bewusst. Wenn du es dir von ganzem Herzen wünschst, seht ihr euch vielleicht wieder. Aber erstmal gibt's die Credits. Und boy, ich muss was trinken. Mein armes Stimmbändchen. Oh. Viel besser. Ja, meine Lieben, das war Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX. Das Remake von Erkundung, nee, gar nicht. Retterteam Blau und Retterteam Rot. So heißen sie. Und ja, was soll ich sagen? Ich mag die Grafik, auch wenn man sie am Anfang vielleicht für ein bisschen gewöhnungsbedürftig hält, aber ich finde die eigentlich ganz cool. Das ist nochmal so ein Tacken was Eigenes. Das ist echt so ein eigener Grafikstil, der die 2D-Welt von Mystery Dungeon, finde ich, sehr gut einfängt. Etwas, was die anderen 3D-Teile, Mystery Dungeon, Gates of Infinity und Super Mystery Dungeon, nicht geschafft haben, meiner Meinung nach. Vieles ist verbessert worden. Vieles aber leider auch verschlechtert worden. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass diese Camp-Areale nicht mehr gibt. Oder dass die zumindest billiger werden und nicht teurer. Was ich ziemlich schade finde. Das Anwerbesystem an sich wurde aber verbessert, dass man mehr als ein Pokémon anwerben kann. Auch wenn man dann am Ende mit so einer ganzen Armee unterwegs ist. Bosskämpfe. Ich finde es gut, dass die Pokémon, die auch tatsächlich ein bisschen größer sind, auch tatsächlich mehr Angriffsfläche bieten. Das macht schon irgendwo Sinn. Was ich bei Groudon und Rayquaza jetzt nicht mochte, waren diese Map-Effekte, die einmal eben durch die ganze Map gewedelt haben. Die waren dann doch sehr unpraktisch. Vor allen Dingen bei Rayquaza war ja das Problem, Windhose trifft über den ganzen Raum und Hyperstrahl hat auch eine große Reichweite. Da hat uns der Ausweich, ob das ein oder mal, dann doch gerettet. Aber boy, hat Rayquaza Sachen gefressen. Das finde ich auch ein bisschen blöd, dass sich die Bosse von Statusveränderungen heilen können. Das macht es irgendwie nicht ganz so wert, diese wichtigen Statusveränderungen draufzuhauen, weil sie sich ja mittlerweile eh wiederholen. Aber man braucht sie halt. Ihr habt ja gesehen, was wir für Probleme hatten, nachdem Rick quasi seine Statusveränderung weg hatte. Aber Felsgrab hat echt den Tag gerechnet. Die Kombination Felsgrab, Steinkante von Absol und Jutis hat echt den Tag gerettet. Da haben wir eigentlich relativ wenig zu beigetragen, außer dass wir ab und an mal einen guten Schlag in Kombination mit dem Sandwirbel dazu beigetragen haben. Ansonsten, ja, der Teil, ich würde nicht sagen, dass er dezent schwieriger ist, aber er ist doch ein bisschen anders als das Original, weil viele Pokémon hier einfach bessere Attacken können, weil wir jetzt Generation 8 sind und nicht mehr Generation 3, wie im Original. Und ein Trend bei Pokémon ist es, dass die Pokémon mit jeder Generation früher bessere Attacken lernen und im Allgemeinen bessere Attacken lernen können. Also von daher, ja, das ist dann halt so ein Ding. Na gut, wir haben in der Hinsicht immerhin vom Wirbelob profitiert, was uns durch die letzten Dungeon mehr oder weniger getragen hat.
Gut, unsere Belebersamen sind jetzt sonst wo. Die sind alle verbraucht, aber wir haben es gerade noch mal so geschafft und das ist ja die Hauptsache. Ansonsten, soundtechnisch habe ich nichts zu bemäkeln. Die Mystery Dungeon hat schon immer gute Soundtracks. Grafisch, wie gesagt, sieht wunderschön aus. Ist was Eigenes, ist ein eigener Grafikstil. Es hat so ein bisschen was von so einer Bilderbuchgeschichte oder von so einer Geschichte halt, was halt ziemlich gut passt. Bei Mystery Dungeon im Gegensatz zu anderen Pokémon-Spielen dann doch sehr storylastisch ist. Dieser vielleicht nicht so wie Himmel. Und ich hoffe echt, dass es von der zweiten Mystery Dungeon-Generation, also sprich Erkundungsteam Dunkelheit, Erkundungsteam Zeit, Erkundungsteam Himmel, dass es da nochmal ein Remake gibt. Wahrscheinlich dann nur von Himmel, weil Himmel war die Spezialedition zu Zeit und Dunkelheit. Das würde ich mir dann doch schon echt wünschen. Alleine da ist die Story auch schon wesentlich umfangreicher. Ich glaube, wir haben von der Story in Himmel den doppelten Umfang wie hier. Allein weil das Pacing wesentlich langsamer ist. Und man auch wesentlich mehr macht. Ich meine, hier haben wir nur, wir machen unser Rettungsteam, machen ein paar Missionen, irgendwann sind wir dann verbannt, laufen ein bisschen durch die Gegend, kommen wieder und dann sind wir schon fast durch mit dem Spiel. Ich glaube, ich habe jetzt diesmal auch die Story irgendwie in 3 Aufnahmesessions durchgespielt. Okay, als wir das Original gespielt haben, da waren es nur 2 Sessions. Aber ich denke, das kann ich trotzdem sehen lassen. Um's mal im Fax, so tut es mir übrigens immer noch leid. Ich will nicht weg. Ich möchte... bei meiner wundervollen... und einzigartigen Freundin bleiben. Jetzt sind wir am Ende. Oder? Hier endet die Geschichte von Sefi und Jutis. Aber nicht die Geschichte von Team Flauschig. Es gibt noch viele Aufträge zu erfüllen. Ein neues Abenteuer steht bevor. Die legendären Pokémon werden in Erscheinung treten. Lass dir das nicht entgehen. Ja, wie man sieht, diese ganzen Fragezeichen sind Bosskämpfe, die wir noch machen können. Und wir haben in der Story nicht mal die Hälfte davon gemacht. Das heißt, wir haben jetzt noch jede Menge legendäre Pokémon, gegen die wir kämpfen können. Dank des heldenhaften Einsatzes von Sefi und Jutis konnte der Zusammenstoß mit den Meteoriten verhindert werden. In der Welt der Pokémon kehrte wieder Frieden ein. Doch dies bedeutete nicht das Ende der Naturkatastrophen. Immer noch geschahen Unglücke, allerdings deutlich seltener. Das Retterteam Flauschig blieb selbstverständlich weiter im Einsatz. Einige Tage später. Guten Morgen, Sefi. Bist du gerade erst aufgestanden? Ich war vorhin bei der Pelipperpost. Am Infobrett sind immer noch Rettungsaufträge ausgeschrieben. Aber wenn es friedlicher geworden ist, Pokémon benötigen weiterhin unsere Hilfe. Sefi, lass uns auch in Zukunft unser Bestes als Retterteam geben. Sefi! Hallo Raupi und Safkorn. Was ist denn los? Es ist wegen Snapple. Da geht etwas Verrücktes vor sich. Etwas Verrücktes mit Snapple? Wie meinst du das? Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Es hat sich total verändert. Das sollten wir uns mal ansehen, Sefi. Oh, das ist Simsala. Hallo Simsala, sag mal, hast du zufällig Snapple gesehen? Wir haben gehört, ihm soll etwas Verrücktes zugestoßen sein. Ich bin Snapple. Was? Du bist Snapple?
Aber du siehst ganz anders aus als sonst. Ich verstehe es auch nicht ganz. Ich bin runter in diese Höhle gegangen und plötzlich... Welche Höhle? Sie war plötzlich einfach da. Gleich da vorne. Seht ihr sie? Und da bist du also hineingegangen? Ja. Als ich wieder rauskomme, sah ich so aus. Snabul hat sich entwickelt. Entwickelt? Was meinst du damit? Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, können sich Pokémon weiterentwickeln. Durch die Entwicklung ändert sich ihr Erscheinungsbild permanent. Wie? Was? Das Aussehen verändert sich? Ich vermute, dass diese Höhle ein Ort ist, an dem die Entwicklung möglich ist. Es ist zwar nur eine Vermutung, aber vielleicht konnte die Entwicklung nicht stattfinden, weil das Gleichgewicht der Welt gestört war. Aber nun, da der Meteorit zerstört wurde, da ist das Gleichgewicht wiederhergestellt. Und dadurch wurde der Eingang zu dieser Höhle geöffnet. Wenn ich mich entwickle, werde ich dann so wie Safkon? Oh, ich will mich so schnell wie möglich zu Spedbo entwickeln. Ah, unglückbar. Ich weiß noch gar nicht, ob mir das überhaupt gefällt. Mein süßes kleines Gesicht ist doch ganz grob geworden. Eine Entwicklung ist nichts Schlechtes, denn es verändert sich dadurch nicht nur das äußere Erscheinungsbild. Man kann auch andere Attacken lernen. Einige von ihnen sind besonders stark. Oh, wirklich? Ich kann vielleicht stärkere Attacken erlernen? Das ist ja großartig. Ich will mich sofort entwickeln. Ich will ganz schnell zu Spedbo werden. Ich auch. Können wir uns auch entwickeln, wenn wir in die Höhle gehen? Ja, aber nur, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Sefi, lass uns der Höhle einen Besuch abstatten, wenn du soweit bist. Ha, bis ich soweit bin, ich bin ein Evoli. Weißt du, was ich anstellen muss, um mich zu entwickeln? Ich muss mir fast ein Bein ausreißen. Aber gut, beim nächsten Mal entwickeln wir dann ein paar Pokémon. Und dann schauen wir mal, was wir so an Post-Story-Content noch so haben. Weil, wie ihr gesehen habt, wir haben noch eine Menge zu tun. Das Spiel hat gerade erst angefangen, wenn man so möchte. Und ich bin sehr begierig darauf zu erfahren, was wir noch alles haben. Vor allen Dingen, jetzt dürften auch Mega-Entwicklungen möglich sein. Die gibt es hier nämlich auch. Und Groudon, Kyogre und Rayquaza haben ja noch ihre Protoform, die sie hier auch können im Bosskämpfen. Also, wir haben noch einiges vor uns. Aber ich verabschiede mich an dieser Stelle erstmal. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Und natürlich verabschiede ich mich wie immer. Mit einem Ciao.